Hey Pieps, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt namens Subsistence. Das ist von mir mehr so gedacht, so ein kleines angespielt, mal so ein bisschen reingeguckt. Vielleicht wird es auch ein bisschen länger, weiß noch nicht genau. Es ist doch tatsächlich mein erstes Video mit der Facecam. Ja, ich habe mir nie eine Facecam besorgt und in die rede ich jetzt gerade rein. Und falls Belichtung gerade irgendwas nicht stimmt, ne, draußen ist es, die Sonne geht langsam unter und ich habe das Licht noch nicht angemacht. Deswegen könnte es sein, dass ich ein bisschen dunkler bin, beziehungsweise nur vom Bildschirm erleuchtet werde. Wir befinden uns hier gerade in Subsistence, um genau zu sein, an der Grenze zu Amerika. Wir selbst sind noch in Mexiko. Nein, natürlich nicht. Kleiner Spaß. Was ist Subsistence? Subsistence ist ein Survival-Spiel. Gibt es da eine ganze Menge von. Ist ein Survival-Spiel, sieht recht schick aus. Rezensionen sind ziemlich gut von dem Spiel. Ist gerade im Steam-Sale für 12 Euro. Normalerweise kostet es 14 Euro, also nur 15% runter. Viel sparen kann man im Steam-Sale also tatsächlich nicht. Das Wackeln habe ich jetzt gerade nicht verantwortet. Zu verantworten gehabt. Jedenfalls ist ein Survival-Spiel, kann man First und Third Person spielen. Das sind wir. Unsere Animation ist recht lustig. Es gibt übrigens auch noch so schöne Animationen wie winken oder zeigen. Leider geht danach automatisch in First Person zurück. Sich ergeben. Das ist das, was man erscheint. Macht Spaß. Also, wir können jemand sagen, dass wir ihn umbringen wollen. Facecam ist tatsächlich ziemlich gut platziert. Der ist am Anfang platziert, ziemlich random. Also ziemlich random, zumindest im Bildschirm. Und an sich ist die dann doch ziemlich gut, zumindest was das Interface angeht. Es gibt noch das schöne Inventar, was auf G liegt, ja. Weil G für Inventar wissen wir alle. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Ach, können wir die Rezepte nachgucken. Das ist gut zu wissen, das wusste ich bisher nicht. Wir brauchen eine Best Comment Unit und was am Anfang so ein Tipp ist vom Spiel, man sollte einfach mal durch den Wald gehen und gucken, ob man irgendeine Crate sucht. Es soll. Eine Rezension meinte, das Spiel ist relativ schwer. Die Rezensionen sind übrigens überwiegend, ist also größtenteils positiv. Early Access habe ich euch auch schon gesagt, kam am 25. Oktober 2016 raus, wenn ich mich jetzt ganz irre. Okay, Tiere sollten wir wenn möglichst vermeiden. Das heißt, wir gehen da jetzt nicht weiter lang. Wir laufen einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich eine Crate finden. Genau, eine Rezension meinte, dass das Spiel. Da hinten ist ein Bär. Dass dieses Spiel nur von einem einzigen Entwickler entwickelt wurde. Wenn das tatsächlich stimmt, dann Hut ab. Wir haben gerade 13 Grad, sehen wir oben links in der Ecke. Es ist bisher nur Singleplayer only. Aber der Multiplayer ist in Arbeit. So, jetzt haben wir hier. Was haben wir hier? Elektrische Komponenten und Blueberries. Kann ich die stapeln? Ich kann die stapeln, sehr gut. Wir können Take All. So, könnten wir Take All. Wir sehen hier unten unsere Anzahl. Ich glaube, die sehen wir nur hier. Proteins, Früchte und Vegetarisch, Hydration und Tränge. Ist soweit alles noch im grünen Bereich? So, hier gab es irgendwo einen Bären. Wir müssen mal ganz kurz nochmal kurz ins Inventar gucken. Ja, aim to build a base command unit, dankeschön. Was brauchen wir dafür? 4 elektrische Komponenten, 6 mal Scrap Metal und 4 Wooden Planks. Für die Wooden Planks werden wir wahrscheinlich unsere Axt benötigen. Wir haben übrigens auch eine Pistole und einen Glow Stick. Ich hoffe aber, dass wir die nicht verwenden müssen. Wäre zumindest mir persönlich recht genehm. Der Fall wäre. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie lange dieses Projekt hier gehen wird, ob das jetzt nur bei dieser einen Folge bleiben wird oder ob ich noch ein paar dranhänge. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall noch ein paar dranhängen, dass wir ein bisschen mehr in das Spiel reingucken können. Das Gebäudebauprinzip soll dem von Rust ähneln. Sehr Rust habe ich selbst nie gespielt. Ich bin eigentlich nicht so der große Survival-Spieler. Da fehlen immer noch einiges, ey. Da hinten ist schon wieder ein Wolf, aber die Spielwelt soll gut durchdacht sein. Links habe ich gerade gesehen, mein Spiel wurde gespeichert. Und irgendwas riecht hier gerade. Also, ihr könnt es nicht riechen, aber für mich persönlich riecht hier gerade irgendwas nicht ganz angenehm. Ich habe gerade auf meinen zweiten Bildschirm geguckt. Ja, mein zweiter Bildschirm ist rechts von mir, also rechts. Auf der Seite. Es müsste für euch wahrscheinlich Spiegel. Oh, ein Hase ist er weggelaufen. Dürfte für euch vermutlich spiegelverkehrt gewesen sein. Ich hoffe, dass wir hier. Finden wir noch weiter Crates, weil wir brauchen echt eine ganze Menge. Wir brauchen nämlich erst diese dämliche Unit, um uns ein Haus bauen zu können. Ist allerdings auch diese Sache. Was haben wir hier vorne? Haben wir irgendwas zum Einsammeln?
Packen wir übrigens voll, das habe ich noch. Ah, Scrap Metal. Ah, Licht auch wunderbar. Oh. Licht ja rum einfach, das Scrap Metal. Fliegt hier vielleicht auch irgendwo ein Stick? Ne, kein Stick, den wir einsammeln können. Schade. Ist die Frage, ist das jetzt tatsächlich komplett nur Wald oder wir gehen hier auch mal den Berg hoch, würde ich vorschlagen. Ich denke, das würde eine ziemlich gute Sache sein. Im Übrigen, ja, ach, hier haben wir unseren Zaun. Ich weiß gar nicht, kann man da eigentlich irgendwie dran vorbei? Weiß nicht. Übrigens, ja, falls jemand denkt, ja, wird jetzt über allen möglichen Webcam anmachen? Nein, werde ich nicht. Ja, ich will Webcam anmachen, wenn es sich bietet. Zum Beispiel sind Skylines, Transportfieber. Ich werde sie da weglassen. Vielleicht mal FIFA mit Facecam, ja. Vielleicht mache ich das mal. Vielleicht Formel 1 mit Facecam, ja. Wenn ihr Formel 1 mit Facecam haben wollt, sagt Bescheid mal an. Oh. Nein! Weg! Weg! Bleib weg! Geh weg! Geh weg von mir! Nein! Lass mich in Ruhe! Noch können wir laufen. Ich kann mich auch nicht umdrehen. Oh, Gott sei Dank, ey. Hatten sie das sogar gleich zur nächsten Quest geführt, ey. Ja, Glück gehabt, ey. Den Ben habe ich nämlich nicht gesehen. Hoffentlich haben wir hier was Schönes drin. Jawohl, wir haben mehr Circuit Boards. Wir haben genug. Jawohl, jetzt haben wir noch 3 Scrap Metal und 4 Wooden Planks. Ich schätze mal. Oh, guck mal, hier oben kann man ein bisschen anderes Benom anscheinend. Hier haben wir noch eine Kiste. Ich weiß auch gar nicht, wie spät es ist. Ich glaube, es wird dann noch nicht angezeigt. Bleib weg. Du Bär. Nochmal Schrauben, das ist auch ganz gut, weil die sollen eigentlich, soll man damit eigentlich auch angeblich ziemlich viel Zeit verbringen, weil man die nämlich für Spacebauen braucht, die Schrauben. Ich habe von dem Spiel, ich weiß tatsächlich so gut wie gar nichts von dem Spiel. Ich habe nur eben Rezension, die eine Rezension habe ich überflogen, wo drin stand, dass da einer, wo es wirklich noch groß geschrieben hat, dass es nur von einem einzigen Entwickler ist. Das wäre zum Beispiel eine Höhle, wäre auch nicht so schlecht zum Starten vermutlich, aber wir wollen jetzt eine schöne Spacebauen, wo wir noch Platz vergrößern, dann können wir nicht mit der Höhle anfangen. Und eine andere Rezension halt, die meinte, dass es kleiner ist, dass es auch relativ schwierig ist, hier mal länger zu überleben. Dass man die ganze Zeit nur auf der Suche ist nach solchen Schrauben. Weil ansonsten die Base nicht bauen kann. So, jetzt nehmen wir mal unsere Axt raus. Schauen wir mal. Okay, Pine Log. Schauen wir mal, was können wir. Wir brauchen ja, Planks. Kann ich die hier auswählen an der Stelle? Nein, kann ich die hier auswählen? Zwei, das heißt zwei Stück. Kann ich mir die anderen Sachen auch anders bilden? Ne, anscheinend kann ich mir Scrap Metal sonst nicht bauen. Das heißt, wir brauchen hiervon, brauchen wir 4, 8. Das heißt, wir müssen jetzt mal ganz kurz, okay, das sieht irgendwie witzig aus. Zugegebenermaßen. Aber das Schlanken muss in der First Person. So, dann haben wir 2, 3. Hier gibt es nichts mehr zu sammeln. Schade. Das heißt, wir können die Bäume nicht komplett fällen. Das ist jetzt ein bisschen langwierige Arbeit. 4, 5. Ne, können wir auch nichts mehr holen. Ah, ne, sind jetzt bei 6. 7. 8. So, dann müssten wir jetzt eigentlich genug haben, um uns da die Wooden Planks zu machen. 1, 2, 3, 4. Das Ganze ist gecured. Ich hoffe, das geht ein Idle durch. Wir waren jetzt gerade bei 30, 40, perfekt. Das Ganze geht in alle durch, das heißt, wir können einfach weiter durch die Gegend laufen. Ich hoffe, ich kriege eine Nachricht davon, dass wir nicht fertig sind. Und derzeit müssen wir gucken, dass wir weiter Kisten finden. Jawohl. Oder Scrap Metal. Ohne das Metall geht's nicht. Und ohne die Kisten anscheinend ja auch nicht. Ich hoffe, wir finden hier irgendwo noch Kisten, weil. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nein! Bleib weg! Nicht schon wieder ein Bär. Wo gehen wir da mal hin? Ich glaube, wir gehen mal hier hoch. Ich denke, das ist eine recht gute Möglichkeit. Hier ist eine Kiste. Das ist auch ziemlich, ziemlich praktisch. Den Bären haben wir hinter uns gelassen. Sehr gut. Können wir jetzt in die Kiste reingucken. Ich hoffe, dreimal Schrauben, das ist schön. Dass wir blaue Früchte, Blueberries bekommen. Wie heißen die eigentlich auf Deutsch? Blueberries. Keine Ahnung. Ich komme gerade nicht. Blaubeeren? Heißen die wirklich Blaubeeren? Ja, ne?
Oder? Doch, müssten Lorbeeren sein. Was haben wir hier? Ammo Casings, aber das ist uns auch nicht so, Moment, so wichtig. Darum kümmern wir uns mal später um die Ammo. Irgendwann anders. So, erstmal müssen wir gucken, dass wir den Bären umlaufen. Und dass wir hier irgendwo eine Kiste finden. Hier scheint irgendwie was Gutes drin zu sein. Irgendwie baumaterialmäßig. Ne, Streichhölzer. Ja, okay. Performance-mäßig ist das Spiel tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Man sieht hier überall Berge. Da hinten wäre tatsächlich noch eine interessante Idee hinzugehen. Meine Schneebe nur mal kurz, aber ich würde einfach vorschlagen, das machen wir nicht heute, das machen wir mal wann anders. In einer anderen Folge. Ich habe auch, es gibt mittlerweile in dem Spiel, also bevor ich es gekauft habe, gab es das auch schon, aber seit noch nicht allzu langer Zeit gibt es sogenannte Hunters, also Überlebende, die von der KI gesteuert werden, die sich auch irgendwann eine Base bauen, sobald wir selbst eine haben. Nur die Sache ist, wir werden nie dazu kommen, eine Base zu bauen, wenn wir das Metall nicht finden. Kann auch sein, dass ich jetzt irgendwie jetzt die ganze Zeit übersehe, Metall zu finden, dass hier irgendwo überall irgendwie Metall war, nur ich sehe es nicht, weil ich meine, wir haben ja eins gefunden, hier tatsächlich frei rumliegen. Und ansonsten gehen wir hier einfach nur von Kiste zu Kiste, also sprinten von Kiste zu Kiste. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwo noch Metall finden. Weil wir haben jetzt auch Shotgun-Munition, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Vor allem, wenn es einem Bär zu nahe kommt, zum Beispiel. Dann können wir so einfach über den Haufen schießen, aber ansonsten, so Metall liegt hier tatsächlich doch eher recht wenig rum. Zugegebenermaßen. Ein bisschen schade, weil wir brauchen halt noch drei und wir sollten nicht sterben in der Zeit. Sonst können wir gleich wieder von vorne anfangen, das Ganze einzusammeln und das wäre ziemlich blöd. Ich habe auch gesehen, ich habe auch Daisy, zumindest in meiner Steam-Bibliothek. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, ich kenne mich auch nicht so sonderlich gut aus. Um jetzt mal hier den Bogen zu einem anderen Survival-Spiel zu schlagen. Es hat soll ein neues Update bekommen haben und dieses Update soll sehr, sehr gut sein. Lockpick required. Ach, verdammt, kann ich mir irgendwie ein Lockpick craften? Schauen wir mal. Kann ich mir nicht craften? Schade. Hätte ich gerne. Was brauchen wir für eine Shotgun? Wir brauchen dafür Clothes, auch Scrap Metal zum Beispiel. Wir brauchen hierfür, man sieht ja, ne? Man braucht ja überall eine ganze Menge Nägel für. Kann man auch irgendwie full covered der. Aha. Das wird auf jeden Fall interessant, sich mit den Baumen auseinanderzusetzen. Ich glaube, das scheint nämlich ziemlich cool zu sein. Und da fahren wir mal wieder einen Bären, das heißt, wir müssen ein bisschen anders rumlaufen. Sind Bären eigentlich tatsächlich Einzeltiere? Also, Wölfe sind Rudeltiere, das weiß ich. Ja, ich hoffe auch, dass ich vernünftig auf der Kamera drauf bin, ja? Kann sein, dass ich mich noch ein bisschen zurücklehnen muss. Weil die Sache ist, ich kann halt bei OBS mein Vorschaufenster nicht anmachen, weil ansonsten stürzt mir die Aufnahme wieder ab. Und ich habe jetzt, glaube ich, so wirklich aus dieser Perspektive nicht gespielt. Ich hoffe einfach mal, dass das alles passt. Weil ich könnte jetzt auf meinem zweiten Bildschirm gucken, nur das würde mir nichts bringen. Weil ich das nicht sehe. Ansonsten stürzt OBS wieder ab und das wäre blöd, weil dann kann ich nämlich die Aufnahme nicht verwenden. Deswegen jetzt einfach auf gut Glück hier durch die Gegend laufen und hoffen, dass wir irgendwo, hier sind eine ganze Menge Bären. Hoffen, dass wir hier irgendwo noch Scrap Metal finden, weil wir brauchen nur noch zwei. Aber wir haben auch tatsächlich, wir sind eine ganze Menge schon rumgekommen, aber wir haben noch kaum was gefunden. Der Bär hat mich vermutlich gesehen, laufen wir mal hier längs. Auch wenn wir jetzt quasi im Kreis laufen. Gut, durch die Büsche, das hat jetzt keinen Sound. Wir haben jetzt einen Bären gerade hinter uns. Wir haben jetzt einen Bären neben uns. Wir haben jetzt ein doppeltes Problem. Aber ich denke, wir können einfach mal davon laufen. Wie die Franzosen. Ich habe nichts gesagt. Ja. Oh. Hallo. Okay, ich frage mich tatsächlich, wenn man es tatsächlich schafft, den ganzen Tieren so gut wegzulaufen. Wie kann man denn so früh sterben? Ah, gut, wir haben sie abgehängt. Perfekt. So, haben wir wieder Munition. Was ist jetzt gerade Scrap Metal? 5 von 6, perfekt. Einmal noch. Einmal noch Metallschrott. Und dann sollten wir es geschafft haben. Ah, verdammt. Oh, noch einmal Metallschrott. Hier sind wir schon wieder am Zaun. Ich weiß gar nicht, was der Zaun hier überhaupt soll. Was macht der Zaun hier? Müssen wir mal irgendwann gucken. Gibt es eigentlich sowas wie eine Karte? Nee. Auf M zumindest nicht. Ich hab mal die Steuerung angeschaut.
Wölfe sind eigentlich Rudeltiere, ja, um da nochmal zurückzukommen. Deswegen frage ich mich, warum der hier alleine ist. Aber wenn wir hier schleichen, dürfte uns nichts passieren. So, der ist weg. Wir schnappen uns das und laufen. Ja? Soweit der Plan. Aber uns fehlt immer noch ein Scrap Metal. Und sobald wir Scrap Metal haben, müssen wir uns irgendwo hier hinsetzen und uns eine Base bauen. Könnte auch Subnautica spielen, ja, fällt mir jetzt gerade so ein. Aber, stimmt, Subnautica hatte ich tatsächlich schon mal überlegt, nur da ist mit der, war ich irgendwie. Irgendwie war die Performance dabei bei mir nicht so gut. Weswegen ich das mich dagegen entschieden habe, Subnautica aufzunehmen. Aber es wäre auch definitiv eine Möglichkeit, vor allem durch meine ganzen Weihnachtsgeschenke, also durch die ganzen Geldgeschenke, die ich ja bekommen habe und die Gutscheine, könnte ich durchaus meinen PC von i5 auf einen i7 upgraden, dabei auch gleich von, oh, wir haben keine Energie mehr, dabei gleich auch von 4 auf 6 Kerne. Natürlich brauche ich dazu noch ein neues Motherboard. Aber das sollte dann eher weniger das Problem sein, denn könnte ich das, glaube ich, auch ziemlich zufriedenstellend aufnehmen, was Performance angeht. Das, was mich nicht zufriedenstellt, ist der Bär. Der richtet sich auf. Und wir verschwinden. Und es ist nichts passiert. Sehr gut. Die Sache ist nur, uns geht langsam Energie aus. Jetzt muss ich doch nochmal gucken. Ja, wir sind bei ungefähr 17 Minuten. Eher 16. Weil ich am Anfang noch ein bisschen Introzeit drauf war. Ich hoffe auch, dass die Kamera wirklich synchron läuft. Ich habe vorhin mal ganz kurz getestet, eine kürzere Aufnahme. Durch obligatorisch in die Kamera klatschen. Und hat das tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Mit der Synchronisation, das war eigentlich recht gut. Trotzdem stellt sich für mich das Problem, ich brauche noch ein Scrap Metal und ich weiß nicht, wo ich das finde. Es scheint mir irgendwie nicht sonderlich viel hier rumzuliegen und auch nicht sonderlich häufig in den Kisten zu sein. Ich meine, wir sind jetzt doch schon, eigentlich haben wir uns jetzt tatsächlich 17 Minuten damit beschäftigt, uns ein bisschen die Gegend anzuschauen und in ein paar Kisten zu gucken. Allerdings haben wir noch nicht 6 Scrap Metal zusammen. Wir haben schon eine ganze Menge gesammelt, allerdings noch nicht 6 Scrap Metal. Okay, wir müssen eigentlich mal langsam was essen. Ich finde mal. Sagen wir essen bei den Apfel. Schauen wir mal, was hochgeht. Hunger geht wieder hoch. Frucht geht hoch. Dann können wir noch mal kurz Beeren essen. Essen wir noch mal. Die Sache ist nur, jetzt geht uns. Was haben wir hier eigentlich? Tomato Seeds. Ja, die können wir dann anbauen. Cotton Plant Seeds. Was ist denn das? Ich bin nicht so der. Nicht so gut in Englisch, von daher kann ich das euch jetzt nicht sagen, was das ist. Kurz mal so eine dumme Frage. Können wir uns die Axt nehmen und hier einfach nur noch reinschlagen? Ne, können wir nicht. Aber auch so können wir nicht durchlaufen. Schade. Nun gut, dann müssen wir jetzt also weiterlaufen. Es kann sein, dass das Sprinten auf die Bedürfnisse, in den Bedürfnissen auch widerspiegelt. Ich scheine wieder eine luftigere Gefilde zu bekommen, weil hinten ist nämlich Berg. Und wir haben immer noch nicht 6 Scrap Metal zusammen. Da vorne können wir nicht hin. Da wartet jemand auf uns. Da auch. Deswegen jetzt einfach hier mal straight hoch, in der Hoffnung, dass hier alles Gucci ist. Ja, der Hase, der kann ja ruhig sein, der tut uns ja nichts. Der will uns ja zum Glück nicht ans Leder. Aber ansonsten. Ja, man findet auch nichts. Also da muss ich den einen, der anderen Rezension tatsächlich recht geben. Es ist relativ schwierig, hier eine Base, anfangen zu können, eine Base aufzubauen. Weil man das scrappen kann. Ich finde, hier ist es leider auch nur eine Pflanze. Also das Gute ist, das Game speichert irgendwie andauernd, automatisch. Und vor allem hier oben wäre eigentlich wäre hier oben sogar ein recht schöner Ort, eine Base zu bauen. Muss man ja mal so sagen. Nur ich kann mir den Ort leider nicht mehr vormerken irgendwie. Und mir fehlt ein dämliches Scrap Metal und ich kann mir das nicht craften. Ist nicht so gut. Wollte ich aber mal behaupten. Aber ansonsten, es ist auch hier nirgends noch eine Kiste. Ist hier keine Kisten, ist hier kein Scrap Metal, weil es liegt da vorne eine Kiste zufällig. Vielleicht haben wir Glück.
Ja, du tust mir nichts. Ich weiß dich doch. Du bist Level 2. Schauen wir uns kurz nach. Okay, ist soweit in Ordnung. Was das angeht. Doch, hier ist eine Kiste. Da ist ein Bär. Wir ducken uns mal. Machen wir uns mal ein bisschen kleiner. Ich hoffe, dass jetzt bitte in, lass in dieser Kiste. Lass hier. Skirmishle, perfekt. Haben wir gefunden. Das heißt, wir können jetzt hier oben uns eine Base bauen. Weil ich fand den eigentlich auch relativ schön, so braucht man nicht mehr so weit laufen. Wir können uns noch das Crafting-System angucken. Auch wenn ich schon 20 Minuten dabei bin. Schon eine recht lange Zeit. Hier ist ein schöner Baum. Ich würde einmal vorschlagen, wir. Gut, wenn wir weiter. Hier kann man, glaube ich, können wir hier Erze abbauen? Sieht so aus, ne? Als ob wir hier Erze abbauen können. Wir gehen einfach nochmal. Gehen hier mal komplett hoch. So, uns hier mal einen schönen Fleck. Ich würde aber behaupten, wir machen das jetzt mal hier. Gehen wir mal in unser Inventar. Craften das Ganze. Und dann werden wir wahrscheinlich gleich erstmal noch Holz farmen müssen, aber wir können zumindest schon mal diese Base Unit anschauen. Und wir können es hier oben drauf hinpflanzen. Ja? Und hier können wir dann schön auf die Berge gucken. Weil ich glaube, hier oben ist, glaube ich, schöner, wenn wir es hier hinsetzen. Hier können wir hier runter gucken. Das wird, glaube ich, schon ziemlich gut funktioniert. So, wir haben jetzt die, Base Unit gebaut. Wenn ich. Aim to build, ja, habe ich. Ich habe das Ding gebaut. Wo haben wir das jetzt? Ach, da. Und da unten im Inventar. Okay. Das ist Slot 8. Wieso kann ich den. Und wie kann ich den jetzt platzieren? Anscheinend kann ich mit dem soweit. Kann ich die irgendwie drehen? Wir schauen mal. Jetzt habe ich gerade irgendwas, glaube ich, die Konsole aufgemacht. Wir können mal kurz hier reingucken. Use F. Nee. Inventory CSG, wissen wir. Ah, genau. Da muss ich tatsächlich aufpassen. Ups. Okay, damit können wir es da ranziehen. Damit könnten wir es links, rechts. Ansonsten, okay, hiermit können wir nichts machen. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich erstmal vermutlich eine Foundation bauen. Dazu brauchen wir eine ganze Menge Wood Planks. Da würde ich einmal sagen, ich gehe mal ganz kurz farmen. Ja, und wir sehen uns dann gleich wieder. Hey Peeps, willkommen zurück. Ja, wir sind jetzt hier am Lagerfeuer, bei uns war kalt. Und uns ist hungrig, so wie es aussieht. Und uns ist hungrig. Die Sache ist nur, so viel. Wir haben ja halt gerade kein Fleisch. Deswegen essen wir hiervon zumindest einmal dran, dass wir zumindest ein bisschen wieder was essen. Ansonsten proteinemäßig ist das schlecht. Hydration auch nicht so gut, aber wir sind jetzt gerade in der Nähe eines Lagerfeuers. Ich habe hier angefangen, unsere Base zu bauen. Ich hoffe, das klippt hier aneinander. Na? Da klippt es. Da klippt er mir. Er soll mir aber so daneben klippen. Perfekt. Ja, das Base One an sich ist tatsächlich doch relativ einfach, so wie es aussieht. Die Sache ist nur, wir brauchen erstmal denn doch ein kleines Häuschen. Wir haben jetzt schon keine Nägel mehr, weil ich zwei Foundations gebaut habe. Deswegen haben wir dafür keine Nägel mehr. Wir könnten uns eine Viertelwand machen, eine Halbwand. Eine Viertelwand können wir uns machen, aber ansonsten ist das schon. Ist schon wieder schlecht und wir müssen uns eigentlich schon wieder auf die Suche machen, weitere Nägel zu finden. Weil die Sache ist, wir können uns den Nägel auch nicht craften. Immerhin haben wir ein Lagerfeuer, aber ansonsten, wenn ich mir so anschaue, ja, wir haben noch so gut wie gar nichts. Wir beschäftigen uns tatsächlich erstmal weiterhin vornehmend damit, weiter Ma Materialien zu suchen, zu sammeln. Jetzt weiß ich habe, wir können ja mal ganz kurz hier. Hier unten war irgendwo. Sache ist, das Einzige, was ich mich frage. Okay, sollten wir nicht vom Lagerfeuer weggehen. Es ist Nacht, es ist kalt, wir haben minus 7 Grad. Hier ist es ein bisschen wärmer. Gut, dann bleiben wir hier, dann würde ich auch einfach mal sagen. Wir schauen mal kurz hier. Kann ich hier noch irgendwas machen? Okay, hier noch nicht. Vielleicht brauchen wir dafür tatsächlich eine Wand. Ja, dann würde ich einfach mal sagen. Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Mich würde es auch freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Lasst doch gerne ein paar Tipps da, wenn ihr das Spiel schon kennt. Und bis dahin, der Überlebende Sven ist raus. Haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal.